Auf dem Weg zur Süddeutschen Zeitung. Ich bringe einem Kollegen etwas mit, das ihm gehört. Und eigentlich nicht in fremde Hände. Es sind seine Daten. Genauer gesagt alles, was er im Internet getan hat. Auf diesem Stick ist jede Suche, jedes Video, jeder einzelne Klick gespeichert, lückenlos. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Er sieht Informationen, zum Beispiel seine Reiseplanung. Das dachte ich, dass das zwischen der Bahn und mir läuft und nicht noch jemand anders dabei ist, wenn ich das mache. Krass. In einem großen Datenpaket das Arbeitsprofil des Journalisten. Wann er morgens anfängt zu arbeiten, woran er recherchiert. Jede Seite, die er im Internet angeklickt hat. Facebook, Google, Twitter. Also erstmal ist es total schockierend. Das dachte ich, wäre meins. Ja, das muss man mal vorab sagen, bevor ich jetzt da einsteige. Es ist total interessant, weil es so ein bisschen ein Tagebuch einem gibt, was man eigentlich dachte, das wäre sein eigenes Tagebuch. Also ich, Sie kommen rein und bringen mir ein Tagebuch, das aber eigentlich mir gehört. Sein Tagebuch habe ich einfach so bekommen. Von einer Firma, die Daten sammelt und verkauft. Ein Milliardenmarkt. Auf der beruflichen Ebene ist es natürlich ein totaler Skandal, weil man klar sagen muss, wenn diese Daten verfügbar sind von Menschen, die hier im Haus zum Beispiel die Panama Papers recherchieren, also hochbrisantes investigatives Material, für Journalismus eine Katastrophe. Recherche als Handelsware. So wie seine Browser-History kann man auch die von Millionen Deutschen käuflich erwerben. Und das ohne deren Einverständnis. Angefangen hat meine Recherche vor Monaten auf einer großen Datenmesse, der Demexco. Hier bestreitet niemand, dass Daten gesammelt werden, um Werbung individualisiert auszuspielen. Aber alle betonen, über diese Daten könne niemand zurückverfolgt werden, alles bleibe anonym. Das Werbungsthema an sich ist so stark reglementiert über den Datenschutz, dass eine Nachverfolgung, eine individualisierte Nachverfolgung, wo man ihren Namen, ihren Wohnort etc. rauskriegt und sehr persönliche Daten nicht möglich ist und streng verboten ist. Wir haben diese Daten nicht. Es gibt einen Datenfluss zu Comscore. Wir schmeißen aber alles weg, was mit einer bestimmten Person zu tun haben könnte. Sagt ein Datenhändler, der weltweit unterwegs ist. Wir wissen, wie viele Menschen eine Seite anschauen. Wir kennen das Alter, das Geschlecht der Person. Aber keine Verknüpfung zu einem Individuum. Diese Daten haben wir nicht. Wirklich nur ganz generelle Angaben? Das will ich genauer wissen. Werde vermeintlicher Teil des Systems. Ich erfinde Anna Rosenberg. Anna ist so alt wie ich, arbeitet aber in der Datenbranche. Sie soll mein Eintritt in die Welt der Datenhändler sein. Aus der Journalistin wird die Senior-Beraterin eines aufstrebenden Startups. Ein paar Buzzwords, ein paar fesche Fotos und fertig ist meine Firma. Es gibt sie eigentlich nur im Netz und mich nur am Telefon. Anna Rosenberg meets Technology. 8 Wochen verhandle ich. 8 Wochen Telefonkonferenzen und Business-E-Mails in die USA, nach Osteuropa, nach Israel. Dann bekomme ich Zugriff. In der Branche nennt man so etwas ein Sample, ein Probedatensatz. Es soll mich anfüttern, damit ich ein großes Datenpaket nutzen kann für eine 6-stellige Summe im Jahr. Ich bekomme es kostenlos. Die Informationen von rund 3 Millionen deutschen Nutzern. Jeder Klick im Netz über einen vollen Monat. Eine gigantische Datenmenge. Der Datensatz ist so groß, dass ich Hilfe brauche. Nur ein Spezialist weiß, wie man hier Profile finden kann. Er hilft mir bei der Auswertung. Die Browsing-Aktivität verrät eigentlich eine Menge über das Leben der entsprechenden Person, welche Themen mich interessieren, welche Orte, welche Interessen ich vielleicht verfolge. Und das alles ja auch mit Name. Genau, das ist eigentlich das Skandalöseste an der Sache, weil halt alle Daten nicht anonymisiert vorliegen. Das heißt, es ist also problemlos möglich, auch wirklich sensitive, personenbezogene Daten zusammenzuführen. Betroffen sind private Daten, genauso wie Unternehmensgeheimnisse, zum Beispiel von großen Verlagen.
Interna aus dem Verlag Gruner und Jahr. Die Surf-Profile von 20 betroffenen Mitarbeitern, auch aus dem mittleren Management. Ihre Links weisen auf Speicherdienste wie Evernote. Dort finden wir Unternehmensstrategien und Verkaufszahlen. Man könnte sich auch vorstellen, dass solche Daten erpressbar machen, zum Beispiel durch die Androhung der Veröffentlichung oder auch indem sie an Dritte weitergeleitet werden, Konkurrenten, die entsprechend dann dem Unternehmen schaden können. Auf Anfrage antwortet das Medienhaus, so etwas gehöre nicht in den Datenhandel. Man werde die Mitarbeiter sensibilisieren. Wie kommen die Händler an solche Nutzerdaten? Immer wenn ich im Internet surfe, steht oben die Adresse der Seite, die sogenannte URL. Surfe ich durch das Netz, ändert sie sich jedes Mal mit. Die Methode? Wenn ich mir kostenlose Zusatzprogramme, sogenannte Add-ons, installiere, lade ich mir damit oft unbemerkt auch ein kleines Spionageprogramm herunter. Von nun an wird jede besuchte Seite aufgezeichnet. In den URLs enthalten Klarnamen, wenn wir uns einloggen. So finde ich die Journalistin Julia Weigelt. Auch ihr bringe ich Daten aus dem Paket. Besonders brisant, Julia Weigelt berichtet und recherchiert im Bereich innere Sicherheit und Verteidigung. Man kann sehr viel von meiner Recherche verfolgen hier. Ja? Ich kann jetzt wirklich sehen, was ich tagelang über bis ins Kleinste gemacht habe, wo welchen Eintrag ich mir angeschaut habe. Und natürlich tauchen hier jetzt auch ganz viele Adressen vom Verfassungsschutz auf, von Themen Terrorabwehr. Gerade wenn man das aus journalistischer Perspektive aus betrachtet, man halt das Thema Informantenschutz noch mal neu bedenken muss, beziehungsweise noch mal ernster nehmen muss. Ne? Die Journalistin ausgespäht von dem kostenlosen Zusatzprogramm WOT, Web of Trust. Schnell deaktiviert sie das Programm. Da ist zum einen die Politik gefordert, die Gesetze, soweit sie noch nicht so weit bestehen und dass sie auch solche Spezialtatbestände hier berücksichtigen, dann nachzubessern. Und letztendlich ist natürlich auch die Justiz gefordert, solche kriminellen Handlungen hier zu unterbinden und da eine Strafverfolgung einzuleiten, so schwierig das auch ist. Aber das können wir nicht hinnehmen. Also weder als Journalisten noch als Privatmenschen. Das Datenpaket für mich nur zu Recherchezwecken. Meine Kopie ist inzwischen gelöscht. Aber was heißt das schon? Die Daten auch der Journalisten und Medienunternehmen sind weiterhin im Handel.